gibt's hier was zu essen? Tut mir leid, wir haben noch nicht auf. Chantal? Hallo, Sandra. Ich bin wegen meiner Mutter hierher gekommen, schon vergessen? Das hattest du dir anders vorgestellt. Keine Ahnung, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die ist auch nicht besser als meine Pflegefamilie. Warum lügst du mich an, Chantal? Irgendwann habe ich gecheckt, dass ich besser klarkomme, wenn ich nichts sage. Wenn niemand was weiß. Einfach nett sein und nicht auffallen. Und, Zenka, ist das dein Auto? Ja. Echt? Ich habe gewonnen? Das heißt, das Auto gehört mir, Zenka. Ja, gut, dann machen wir eben mal eine Spritztour zusammen. Eine Spritztour? Wir müssen dem Arsch zeigen, dass man sich beim Pokern an die Regeln hält. Wir machen verfängliche Fotos, mit denen wir ihn erpressen können. Nackt oder wie? Was ist aus, Chantal? Sie wissen alles, wie du das mit den K.O.-Tropfen bei Herrn Zenker gemacht hast, deinen Kreditkartenbetrug und wie sehr ich unter all dem gelitten habe. Mein Betrug? Ja. Hey, du bist das mieseste und verlunkste Mistschick, das ich kenne. Es tut mir echt leid, dass du das jetzt alles so abbekommst. Aber ich mache das nur, um mich selbst zu schützen. Das solltest du auch mal tun. Hey, du bist so eiskalt. Nein, Lea. Ich bin realistisch. Mal gewinnt man, mal verliert man. Du Hinterhältst! Du Mistrick! Ich hasse dich! Ja, hör auf! Hör auf! Nicht. Ich hasse dich! Das sieht ganz schön bescheuert aus. Hä? Steht dir das Ding? Und was ist, wenn ich dir eine Überraschung verspreche? Was denn? Es ist eine Überraschung. Du erfährst es danach. Mach die Augen zu. Und die Hand auf. Wegen Monte Carlo. Wir müssen langsam mal die Flüge buchen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich nicht frei bekomme. Hast du das Haupthaus denn überhaupt schon gefragt? Ich ruf morgen an, versprochen, okay? Du hast Spaß mit ihr und du findest sie toll und so, aber im Grunde genommen hast du keinen Bock, ihr das zu geben, was sie wirklich will. Und das wäre? Na, alles. Du hattest deinen Spaß und jetzt kann ich gehen. Wir können doch versuchen... Scheiß drauf! Kapiert? Scheiß drauf! Enzo war der Erste, dem ich jemals vertraut habe. Hey, ich lieb dich auch so, wie du bist. Ach ja? Seit ich hier bin, hast du immer versucht, mich zu ändern. Du bist hier hingekommen, ich hab dich aufgenommen, ich hab für dich gesorgt, ich hab dir eine zweite Chance gegeben. So wie ich dir! Was willst du eigentlich von mir? Dich fertig machen. Nein, Scherz. 2000 Euro reichen mir völlig. Du bist... Können wir diesen Teil überspringen? Ja, weil wenn Vasili gleich reinkommt, dann werde ich ihm sagen müssen, wo eine verlogene Schlampe seine Frau ist.